So, und damit willkommen hier zu einem neuen Let's Test. Ja, diesmal mit dem Spiel Don't Starve. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Keine Ahnung, wie das Spiel ist. Ich habe es einfach mal runtergeladen oder einfach mal gekauft. Wir spielen es direkt mal hier. Start New Game, Start Character World Cancer. Verdammt, wir können ja nur den nehmen hier. Wir starten es einfach. Scheint aber fast wie so ein... Naja. Fast wie so ein Indie-Game zu sein. Was ist das denn für ein Typ? What? Der explodiert oder was? Blümchen. Boah, krasser Scheiß. Laufen wir jetzt einfach hier nur rum oder? Das ist schon wieder so ein Spiel, was ich nicht verstehe. Bleib doch stehen. Bleib stehen, Hase, bleib stehen. Wir laufen jetzt einfach mal diesen Weg hier entlang. Richtung Norden. Das Spiel scheint mir ein wenig, ja, kurios zu sein. Keine Ahnung, was das darstellt. Ah, wir haben eine Karte. Cool. Ja, wir laufen einfach mal den Weg entlang. Boah, wir können es nicht mehr aufmachen, weil da zu viele Bienen drin sind. Das Gesicht allein schon mit den Typen. Das ist schon ein bisschen crazy. Laufen wir richtig? Bin ich gerade noch eine andere Map? Wir laufen einfach jetzt hier lang. Ich glaube, wenn wir hier reinfahren, sind wir tot, oder? Da können wir nicht mal rein. Mann. Auch irgendwie so ein Überlebensspiel. Ich kann den Grund nicht sehen. Was ein Lappen. Wir nehmen einfach mal alle Blümchen hier mit. Der Typ ist ganz schön mad, muss man sagen. Der ist irgendwie... Licht Tools. Es fehlt irgendwie ein Stein, um was weiß ich, sowas hier hinzukloppen. War auch nichts davon. Wenn jetzt jemand sagt, woher ich Flint kriege, dann wäre ich sehr. Ja, es wird mir sehr helfen, irgendwie. Ah, stattdessen finde ich nur diese komischen Blumen. Was Nahrhaftes. Das da wollte ich haben. Sehr erstaunlich, dieser Typ. Irgendwie muss man hier, glaube ich, neu überleben. It's sleeping. Ja, nee, ist klar. Hey.
A little bit dark. Ach, well, ah, wir laufen einfach weiter. Oh, Flint, Flint, Flint. Flint, geil. Hm. Eine Axt. Und das da noch. Cool. Was bringt uns das? Der Typ ist schon ganz schön komisch irgendwie. Hat er ein blaues Auge? What the fuck? Hm. Komischer Typ, komischer Typ. Was ist denn hier der Sinn der Sache irgendwie? Muss mal irgendjemand sagen? Bird, Mann. Toll. Komm her, Vogel. Warum müssen Vögel immer wegfliegen? Ganz ehrlich. Auf jeden Fall haben wir schon mal die Map mehr erkundet. So. What's that here? Toll. Das weiß ich ja, das ist Hunger, das ist Leben und das habe ich keine Ahnung, wie gut unser Gehirn ist oder was. Ja. Bitte was? Der Typ ist auch irgendwie alles, oder? Oh oh. Weg hier. What? Puh. Wir sind gestorben wegen Bienen. Aber, ja, toll. Wir sind wirklich jetzt hier schon gestorben wegen Bienen. Naja. Ja, das ist jetzt ja sowieso nicht allzu lang gegangen. Man merkt schon. Ja, keine Ahnung, es ist eigentlich nur irgendwie ein bisschen überleben, ein bisschen Map erkunden, aber sonst viel kann man da jetzt auch nicht machen. Ja, also meine Welt ist es jetzt nicht so. Aber vielleicht konnte ich ja vielleicht euch einen kleinen Einblick verschaffen und vielleicht gefällt es euch ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr es gut findet, ob ihr es ja scheiße findet oder naja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder irgendwie sowas. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu den neuen Let's Tests. Und bis dahin heißt es erstmal ciao!